Well, this is embarrassing for me. Oh, das ist ein bisschen peinlich für mich, denn das hört sich so angeberisch an. Ich habe den Award bekommen. Es war die bestverkaufende Künstlerin des Millenniums. Das bist du wohl definitiv. So vor 1000 Jahren gab es noch keine Charts, irgendwie da wissen wir das nicht. Aber verdient. Yeah, and there were no record stores. Ja, genau, und es gab überhaupt noch keine Plattenläden. So, I guess it's not daher, really glaube ich, ist es nicht unbedingt eine faire Sache. Contest. Aber wir werden ja sehen, was im nächsten Jahrtausend noch so passiert. Wenn er da wieder den Preis kriegt, dann zu Recht. Well, I don't think I'll be around to see that, neither will. Also ich weiß nicht, also ich glaube, niemand von uns wird das nächste Jahrtausend noch erleben. Vielleicht unsere Nachfahren. I mean, what do you call children? Never mind. Würdest du, hast du Angst davor, älter zu werden, oder ist das so? I don't know, I guess. I mean, ich weiß nicht, vielleicht schon. Ich lebe gerne, arbeiten, singen, das macht mir alles viel Spaß. Nö, nicht unbedingt. Naja. I mean, you're talking 1,000 years. Du redest doch jetzt von 1,000 Jahren, wer weiß, oder? Vielleicht auf einmal. 1,000 years from now, none of us in this room have von jetzt an, da wird niemand mehr hier sein in diesem, I'm pretty happy Raum. That the ich bin also recht froh, dass das Millennium passiert ist, während meines Lebens. Aber wer weiß, auf einmal, zack, die Erfindenden gehen und dann leben wir 1,000 Jahre. Könnte ja passieren. Yeah, that's true. But would you ja, vielleicht, to? Aber würdest du das gerne... Ja, ich meine, wenn ich so aussehen würde wie du, würde ich mir das wünschen. If you stay young... Oh. Thank you very much. Oh, danke schön. Kein Problem. Ich habe noch ein paar Faxe für dich. Von unseren you Fans. Did? Ja, habe ich. Oh dear, are they nice? Oh, sind sie wenigstens nett? Wir kriegen gar keine bösen Faxe hier in der Sendung. Und, oh, das ist eine gute Sache. Hier ein Fax bekommen, und zwar, ob du dir vorstellen könntest, mit deutschen Hip-Hopern was aufzunehmen. Weil mit amerikanischen hast du ja schon sehr viel gemacht, aber Künstler wie Oli P. und Alexei wollen natürlich auch mit dir was aufnehmen. Is this from the group? Ist das von der Gruppe selber? Wir haben keine bestimmte Gruppe, das fragt sich der Tommy, das ist ein Fan. Außerdem fragt er, ob er dich heiraten will. You know what? Kann. Mariah, do you want to marry me? Okay. Ich auch. Ich auch, wenn das geht. Okay. 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 And jetzt musste ich aber auch entscheiden. After the show we go to und nach der Show gehen wir best German place to get married. Gehen wir in den schönsten Ort Deutschlands um zu heiraten. Hannover. I like working with I really enjoy collaborating. Also ich arbeite sehr gern mit anderen Sängern zusammen. Ich habe ja schon mit vielen verschiedenen Sängern zusammengearbeitet. Das ist eine tolle Sache, mit jemandem vom Motown Clan zusammenzuarbeiten, mit Snoop Dogg und so weiter. All die Leute, mit denen ich schon zusammengearbeitet habe, das macht wirklich viel Spaß. Whitney Houston. Und das mache ich wirklich sehr gern. Das macht viel Spaß. Und mit Boys to Men, das ist auch toll. Das hat mir fast am meisten Spaß gemacht. Fantasy ist dein Favorite. Und aber Fantasy. Mit einem deutschen Künstler oder einem deutschen Hip-Hopper glaubst du nicht, hey, dass es passieren könnte? Met and got together, ja klar, wenn wir uns mal kennenlernen, zusammenkommen und sie unsere Musik mögen, unsere verschiedene Musik mögen, dann wäre das eine gute Sache. Okay, dann es ist doch toll, dass es deutsche Hip-Hop-Gruppen gibt und es ist toll, dass man das dann weltweit machen kann. Yep. Ich habe immer Hip-Hop gehört, ich komme aus New York, da hat das angefangen und ich finde das toll, dass es das weltweit jetzt gibt. Wir sind so eine Art Gang. Und lernen uns alle kennen und machen alle was gemeinsam zusammen. Und am Anfang haben viele gesagt, wenn ich mit verschiedenen zusammenarbeite, aus verschiedenen Ländern, haben einige das nicht verstanden und haben gefragt, was machst du denn? Aber da ich aus New York komme, ist das eigentlich eine völlig normale Sache. Und daher arbeite ich gerne mit verschiedenen Hip-Hop-Sängern zusammen. Okay, dann haben wir noch von Denise einen Fax bekommen, wann du dein nächstes Album rausbringen wirst. Das fragen wir uns natürlich auch. It depends on the movie, das kommt ganz auf den Film an, denn mein Film kommt, wahrscheinlich, ich will ja nichts Klares sagen, denn in dem Filmgeschäft, da ändert sich ändert sich alles jederzeit. Aber ich beginne im Juli mit den Dreharbeiten und im Frühling 2001 wird er wohl rauskommen, der Film. Mein Soundtrack ist ja mein eigenes Album und wo auch ein paar Gäste drauf sein werden, ein paar Gäste. Musiker. Sechs oder sieben Lieder ungefähr, an denen ich momentan arbeite. Okay, und noch eine ganz süße Frage von Susan. Mit wie vielen Jahren bekamst du dein erstes Kuscheltier und was war es für eins?